Sind Sie anwesend, Detective? Wenn ja, dann sind Sie vermutlich der Letzte, der noch nicht gefallen ist. Und jetzt werden Sie vielleicht erfolgreich sein, wo die anderen versagt haben. Glauben Sie, Sie kommen ohne Test davon? Ich verspreche, mein Werk wird fortgesetzt. Glauben Sie, es sei vorbei, nur weil ich tot bin? Es ist noch nicht vorbei. Die Spiele haben erst begonnen. Schätze dein Leben, heißt das Konzept, auf dem diese Klinik aufgebaut ist. Schätze dein Leben, dein Leben. Wow, ist das groß. Das ist genau das, wonach du immer gesucht hast. Schön, nicht? Mhm. Warte, bis du den ganzen Raum gesehen hast. Ich habe eine Überraschung für dich. Danke. Also dann tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich schließe für Sie noch auf. Danke. So, bitteschön. Danke. Gute Nacht. Ebenfalls. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, Süßer. Brauchst du Gesellschaft? Was soll denn das? Wissen Sie, was das hier ist? Hä? Das ist eine Entzugsklinik. Sie sind ein hübsches Mädchen. Gehen Sie nach Hause. Meine Jacke! Ich hab sie vergessen. Meine Jacke! Ich hab meine Jacke liegen lassen. Oh, bitte, bitte, chill, chill. Da drüben, da liegt sie. Bitte, bitte, nun machen Sie schon. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Hier. Okay. Hören Sie zu. Ich will Ihnen nichts tun, verstanden? Schließen Sie jetzt diese verdammte Tür auf. Aufschließen, verdammt nochmal, aufschließen. Aufschließen. Ich war schuld. Fuck! Oh, Scheiße, welcher Schlüssel? Welcher Schlüssel? Hier, der. Fuck! Sie bleiben hier. Cecil? Den Menschen helfen. Man kann denen nicht helfen. Diese Menschen müssen sich selbst helfen. Hey, geht's Ihnen gut? Sie haben mich. Mich nicht mehr zurückgerufen. Hören Sie, John, ich... Leid. Ich kann Sie verstehen. Was da passiert ist, war eine Tragödie. Zum Teufel hören Sie ab. Was soll das, John? Ich bin's. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich hab's gehört, John. Dann gehen Sie, verflucht. Ich sag's nicht nochmal.
Okay, John. Kümmern Sie sich ein bisschen um sich. Rufen Sie mich an, wenn es Ihnen besser geht. Zum Erklären, bitte. Ich kann Ihnen keine Zeit geben. Das kann niemand. Zeit ist bloß eine Illusion. Hören Sie. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich vergebe Ihnen, Cecil. Das tue ich ehrlich. Ihre Sucht hat Ihr Leben zerstört. Ich verblute Ihr Mann. Bitte, lassen Sie mich doch gehen. Ich könnte Sie gehen lassen. Aber das würde Ihnen nicht helfen. Trotzdem werde ich Ihnen helfen. Ich gebe Ihnen eine Möglichkeit. Ein Werkzeug, um Ihr Leben zurückzugewinnen. Und die Laster aufzugeben, die ihre Seele von Grund auf verdorben haben. Seele, sowas habe ich doch gar nicht, so ein Scheiß. Aber im nächsten Leben, Cecil. Eins folgt nicht zwangsläufig aus dem anderen. Gutes muss nicht zu Gutem, Böses nicht zu Bösem führen. Manche stehlen und werden nicht erwischt. Sie leben fröhlich weiter. Andere lügen und betrügen und werden in Ämter gewählt. Andere wollen jemandem helfen, der eine Panne hatte. Und sie werden dann von einem vorbeirasenden LKW überfahren. Es gibt keine Erklärung dafür. Wie man das Blatt spielt, das man erhält, allein das zählt. Sehen Sie mich an. Haben Sie begriffen, was ich gesagt habe? Nein. Ja, ich hab's begriffen. Wahnsinniger Irrer! Das ist das Werkzeug. Das Werkzeug, das Ihnen das Leben retten wird. Ich möchte ein Spiel spielen. Ihr Leben ist eine Lüge, Cecil. Jetzt kommt für Sie der Augenblick der Wahrheit. Als Drogensüchtiger und Dieb nutzten Sie die Freundlichkeit anderer aus, um Ihre Sucht zu befriedigen. Heute aber werden wir Ihre innere Hässlichkeit nach außen sichtbar machen, um am Leben bleiben zu können. Werden Sie bemüht sein müssen, Ihr Gesicht der Hässlichkeit Ihrer Seele anzugleichen. Lehnen Sie sich einfach vor und drücken Sie Ihr Gesicht fest in die Messer. Wenn Sie fest genug drücken, dann werden Sie die Hand- und Fußstellen lösen, die Sie festhalten. Sie müssen nur hart genug drücken. Und Sie werden frei sein. Du krankes Mein! Leg dich! Sie können auch untätig sitzen bleiben. Blut auf den Boden strömen lassen. Leben oder sterben, Cecil. Sie müssen wählen.